Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge fast Jonah verloren. Aber wir konnten den guten Bro Gott sei Dank saven, weil Jacob anscheinend der Unsterbliche ist. Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall ziemlich verwirrend, das Ganze, und durcheinander. Aber ich denke, man... warte mal, was? Wir haben so viel hier schon freigeschaltet. Was? Dann kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir hier so viel schon haben. Okay, das ist interessant. Wir haben nämlich noch einen Fähigkeitspunkt und den würde ich gerne gut einsetzen mal wieder. Die Frage ist halt nur mit was, ne? Finessa, verdienen Sie Bonus-EP? Ja, warum nicht? Okay. Bisschen Bonus-EP bei Kopftreffern. Die haben wir zwar nicht allzu häufig, muss man zugeben. Aber schon ein paar Mal. So, jetzt bin ich direkt weggegangen. Aber ich möchte eigentlich nochmal gucken, ob wir ein paar Waffen upgraden können. Das Gewehr nicht. Allerdings die Pistole. Und zwar mit einem verbesserten Auswerfer. Der verbesserte Patronenauswurf reduziert die Störanfälligkeit und verbessert die Schussfrequenz. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wo können wir eigentlich unsere Münzen sehen? Warte mal, Inventar nicht, oder? War das hier 29 immer noch? Oh Mann, wir brauchen 30. Oder? Brauchten wir 25 und wir hatten 24. Nee, ich glaube, wir brauchten 30. Wait, wo sind wir eigentlich gerade? Achso, beim geothermalen Tal. Okay. Ich finde es übrigens super, dass hier so ein Pfeiler ist, womit man irgendwie anscheinend rüber kann, aber wo man hier auch einfach rüberschwimmen kann ans andere Ufer. Also ja, ist nicht ganz so nützlich. So, warte mal, wir können theoretisch hier runterjumpen. Aber wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Da glänzt noch irgendwas, das nehme ich noch mit. Und dann gehen wir unter die, nicht Kathedrale, sondern... Was war das nochmal? Wo geht's da runter? Achso, nee, warte. Das ist einfach nur, da geht's generell runter. Okay, okay, okay. Ich habe vergessen, wie das Teil heißt. Stehen tut das auch nirgendwo. Okay, dann halt nicht. Aber wir gehen hier auf jeden Fall mal runter. Obwohl, warte mal. Vielleicht ist in dem Ding selber noch was drin. Da werde ich direkt nochmal nachschauen. Ja, perfekt. Für die zwei Muttern hat es sich jetzt schon gelohnt. Sonst noch was hier drin? Okay, tatsächlich doch gar nicht so viel drin. Okay, okay. Ich wusste nicht mal, dass hier überhaupt irgendwas drunter ist. War sehr interessant auf jeden Fall. Hier sind ein paar Speere. Schade, dass man sich davon keinen nehmen kann. Wäre eigentlich auch ganz cool als Nahkampfwaffe. So, wir müssen das hier aufbrechen. Na komm. Okay. Oh Gott, hier hängen echt viele Spinnweben. Ich würde mich hier nicht so wohlfühlen, muss ich mal sagen. Übrigens, ich habe letztens mal unter ein Video geguckt, wo die Grafik vergleicht wurde von Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Tomb Raider an sich. Und richtig viele meinten in den Kommentaren, dass wohl Shadow of the Tomb Raider, also der neueste Teil, anscheinend viel schlechter aussieht als der hier. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Kann wirklich sein, dass der hier besser aussieht. Das ist schon wieder ein bisschen her, ne? Wo ich den gespielt habe. Aber ja, auf jeden Fall meinen richtig viele, dass der aus 2013 am besten aussieht. Aber da kann ich auf jeden Fall nicht zustimmen. Also klar, der sah auf jeden Fall für 2013 schon richtig impressive aus. Das will ich gar nicht dagegen will ich gar nicht stimmen. Aber ich finde, der sieht nicht besser aus als der Teil. Vor allem war der halt sehr grau, ne? Im Vergleich. Der war halt sehr, sehr grau. Ich meine, was ganz cool ist, und es war damals auch so ein Standard, tatsächlich. Wir müssen die anscheinend anders hin platzieren. Es war tatsächlich damals auch so ein bisschen so ein Standard. Ich weiß nicht, ob das noch zu der Zeit war, dass das so standardmäßig vorkam, aber auf jeden Fall gab es eine Zeit in der Gaming-Industrie, wo richtig häufig halt alles sehr grau gemacht wurde. Was jetzt positiv oder negativ aufgefasst werden kann natürlich. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Ich glaube, wir müssen da auf den Fallen stehen bleiben. Aber auf jeden Fall, manchmal sehen graue Games wirklich besser aus. Das stimmt schon. So, wir machen jetzt einfach mal das hier. Okay, cool. Danke dafür. Komm schon, Lara. Oh, hu. Huiuiui. Jetzt schießen wir da rein ran. Was nicht geht. Na, super. Hier, das sollte gehen. Perfekt. Cool, hat doch geklappt. Wenn auch beim dritten Versuch erst. Aber das ist ja egal. Ist direkt wieder ein Lager.
Haben wir denn jetzt schon Fähigkeitspunkte erhalten? Nö, ne, bestimmt nicht. Ich muss jetzt erstmal. Hätte mich auf jeden Fall gewundert. Okay. Wait, von hier kommen wir. Oh, falsche Richtung. Ja, mein Orientierungssinn ist mal wieder richtig gut am Start, ich merke schon. Manchmal ist es halt so. Gibt es hier was unter Wasser? Ach du Scheiße, hier siehst du ja gar nichts. Gott, oh Gott. Ich hab gedacht, man sieht da wenigstens ein bisschen was. Genau, hier könnte man noch was ausgraben. Das habe ich gesehen, währenddessen ich unter Wasser war. Auch das Einzige, was ich gesehen habe. So, wir müssen mal wieder öfters die Schrotflinte nutzen, fällt mir gerade auf. Faszinierend. Ui. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut. Die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Speere dafür gebaut. Ich glaube, denen war ein bisschen langweilig und die hatten ein paar zu viele Materialien. Und das kommt manchmal vor. Ich habe das Gefühl, dass uns hier demnächst was Übernatürliches erwartet. Wer weiß. Das ist halt ein Observatorium, ne? Ja gut, das war ja das, was oben war. Observatorium kommt ja häufig auch mal in echt vor. Also was heißt häufig, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die in echt existiert. Gott, oh Gott, aua. Ich wollte eigentlich hier rauf springen. Ich weiß gar nicht, warum... Okay, warum Lemmer jetzt so weit gesprungen ist, aber okay, egal. Können wir runterrutschen? Hopp. Okay. Oh mein Gott, okay, das sieht richtig cool aus. Das ist unglaublich. So ein bisschen aufgebaut wie ein Sternsystem. Aber irgendwie eine andere Art davon. Das sieht alles aus wie Erden und hier ist halt... Ah, interessant auf jeden Fall. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen rumrätseln, denke ich mal. Erstmal ziehen wir das hier zu uns. Hoffentlich geht das auch. Wow. Haben wir genug Anlauf, dass wir den Sprung schaffen? Ja, ne? Ja. Zwar gerade so, aber wir schaffen's. So, was kommt dann jetzt als nächstes? Kann man hier drauf stehen? Okay, gut. Dann bin ich hier hoch. Hier drauf kann man nicht schießen, ne? Warte mal, dann werde ich nochmal hier rauf gehen. Schieß von hier aus mal daran. Frage ist nur, ob uns das irgendwie hilft überhaupt. Naja, es hat uns eher gegenteilig. Also es hat uns gar nicht geholfen. Aber ich ziehe einfach nochmal dran. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann könnten wir wahrscheinlich von da drüben rüberspringen. Uns daran hängen. Nur was ist denn der nächste Schritt? Den würde ich gerne schon mal vorbereiten. Wahrscheinlich hier rauf dann. Okay, warte, ich versuch's mal. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, warte, so. Ja, das hat schon mal geklappt. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Also in echt. Ah, shit, okay. Gut, nochmal zurück. Müssen das hier zuerst umdrehen. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich dachte mir halt wieder, dass man auf diesen Balancierdingern auch schießen kann, aber das funktioniert natürlich nicht. Daran hätte man auch denken können. Gut, und wenn wir das rübergeschoben haben, haben wir das Rätsel tatsächlich schon. Oh, warte. Ups. Ups. Ey, da habe ich gerade zwei hintereinander geschossen, glaube ich. Muss man dafür einfach zweimal drücken? Oh, tatsächlich. Okay. Da weiß ich schon mal, was ich bei den nächsten zwei Gegnern tun werde. Okay, jetzt schwingen wir nämlich hier rüber. Oh
Und dann hier hoch. Ja, war eigentlich ganz easy. Aber was ich auch gehört habe, dass der Teil tatsächlich nicht sehr rätsellastig sein soll. Generell. Und bisher muss ich sagen, ja, rätselmäßig ist der bisher wahrscheinlich am leichtesten gewesen. Aber vielleicht auch einfach nur, weil ich dazugelernt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja normalerweise gar nicht so gut mit Rätseln. Deswegen hätte ich vielleicht auch gesagt, jetzt ergibt Sinn, aber ja. So, hier können wir wahrscheinlich was drehen, ne? Drücken Sie zum Interagieren. Ah. Hä, wie cool. Hä, wie geil. Okay, dann denke ich aber... Oh. Wir können es nicht mehr komplett nach hinten schieben. Habe ich hier den ersten Fehler gemacht? Nee, oder? Ich glaube, es geht so. Ich glaube, man schafft das auch so. Gut. Einmal rüber. Dann, können wir direkt rüberlaufen eigentlich. Ah, wir müssen bestimmt auf jeder Seite diese Teile einfahren. Ich verstehe schon. Was jetzt eigentlich... Das sollte der letzte jetzt sein hier. Und dann kann man das bestimmt drehen. Oh, es dreht sich schon. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut. versuch's nochmal direkt. Komm schon. Ah, ja, sehr gut. Puh, geschafft. Was ist der nächste Schritt? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Das Timing, okay, das schaffen wir. So ein ähnliches Rätsel gab es tatsächlich in Shadow of the Tomb Raider auch. Nur, dass es da halt nicht so ein Planetensystem war, sondern... Ja, halt sowas anderes. Okay, ich denke, wir müssen auf das Teil rauf. Was ich jetzt natürlich die ganze Zeit drehen würde. Komm! Huh. Geduld, Lara. Ja, wir brauchen echt Geduld. Jetzt. Ja, ach so. Ich wusste nicht, dass wir da runterspringen sollen, okay. Das ist halt auch so das, was ich meine. Ich denke halt meistens nicht zu lange nach bei solchen Rätseln. Sondern ich mache dann einfach immer oder check es nicht ganz, aber ja. Jetzt wissen wir es ja. Okay, wenn sie jetzt sagt, drücke ich. Jetzt. Gut, das hat geklappt. Jetzt hier rüber. Sehr gut. Nächster Schritt wird sein... Kann man sich daran hängen? Ja, geht das? Tatsächlich, man soll sich daran hängen. Komm! Okay. Ich sollte vielleicht auch öfters mal Q drücken einfach. Oh, das ist doch schon wieder so riskant, oh Gott. Okay, wir gehen mit dem Typen rüber. Mit dem Teil. Hopp. Und geschafft. Let's go. War echt cool wieder. Ziemlich spaßig. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Oh je. Klassische Ausbildung. Klassische Ausbildung erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hinterher gefeuert werden können. Auf 3. Auf 3? Oha, was? Wir können jetzt einfach schon 3 hintereinander schießen? Wie gut. Okay, ist hier sonst noch was, was man holen kann? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich kann noch mal gucken. Nope. Ja, war auf jeden Fall ganz nice. Oh, wir haben Münzen erhalten. Okay. Ich weiß nicht, obwohl, ich weiß nicht, ich hasse die Schnellreisen in dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, sobald wir wieder ein Lager finden, werde ich einfach schnell reisen, aber nee, ich hasse das. Es ist so ranzig in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also, falls ihr das Spiel mal gespielt habt, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr damit klarkommt, aber ich finde es ein bisschen kompliziert. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu blöd dafür einfach. Kann auch sein. So, das mit den Pfeilen finde ich immer noch super cool. Da werden uns doch bestimmt Gegner erwarten, oder? Lara, wir sind
Ursula. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Das sieht echt cool aus hier. Wie die ganzen Eiszapfen darunter hängen. Oder so. Ja, es sind ja nicht mehr wirklich Eiszapfen an dem Punkt, sondern eher so Eisflüsse oder so. Ah, es sieht schon sehr cool aus. Ich meine, sowas kann man auch in dem Spiel immer unfassbar cool aussehen lassen, weil sie halt so krass reflektieren. Oh. Na, da sind doch meine Lieblinge, die, Unsterblichen gefühlt. Aber ja, ich meinte ja, da kommt noch was Übernatürliches. Und die sind, glaube ich, übernatürlich. Einmal hier ran. Mal sehen, wann wir gegen die kämpfen müssen. Haben wir ja tatsächlich noch gar nicht. Aber das wird wahrscheinlich jederzeit jetzt passieren. Ich habe aber eine Vermutung, ich habe mich vergessen anzuhängen. Ich habe aber tatsächlich eine Vermutung, was mit denen noch passieren wird. Denn wer Shadow of the Tomb... Okay, das ist für... Ich fühle mich jetzt vom Arsch vom Spiel. Ich fühle mich wirklich verarscht vom Spiel gerade. Weil ich bin da eben schon runtergefallen und das ist nicht passiert. Ja, wer Shadow of the Tomb Raider kennt, da hat man sich ja auch mit dem, diesem übernatürlichen Wesen in ein Team gesetzt, sag ich mal. Ja, ein paar Meter sind wir da bestimmt gefallen, aber das ist schon okay. War vielleicht ein bisschen kalt, aber sonst. Na, ich höre doch hier die ersten direkt wieder. Oh, hier ist sogar jemand schon eingefroren. Wollte mir seinen Kopf als Souvenir mitnehmen. Oh, da haben die da eine Riesenstatue. Die hätten auch keinen Mangel an Materialien hier, ne? Also, die haben sich hier vielleicht Konstrukte zusammengebaut. Also, mich wundert es wirklich, wo die das Material hier hatten für alles, für all das. Ja, die haben bestimmt gecheatet. Sind kurz in Game-Mode gegangen. Ab an den Mund. Nein! Ich hab doch gesagt, ab an den Mund. So, jetzt aber ab an den Mund. Und hopp. Ach, Gott. Die haben aber... Ey, das ist echt impressive hier, was die hier alles gebaut haben. Junge, Junge, Junge. Okay, hier wäre jetzt theoretisch ein Lager. Soll ich es wirklich riskieren, da nochmal zurückzureisen? Weil ich habe eigentlich gar nicht mal so Lust darauf, wo ist denn das überhaupt hier, ne? Okay, wir müssen ja theoretisch uns eigentlich nur merken, dass hier hinten das Basislager gemeint ist. Vorratsschuppen. Ja, ich weiß aber auch nicht. Irgendwie ist das gar nicht so nützlich letztendlich, was der da hatte. Also damit konnte man halt Seile schneller hochklettern und so, ne? Aber wann passiert uns das mal? Ich werde es mal noch nicht jetzt machen. Vielleicht gewinnen wir jetzt ja noch ein paar Münzen dazu und dann holen wir uns da was anderes. Mal sehen. Das wird doch bestimmt zusammenbrechen. Oder auch nicht, okay. Ich sollte also mehr vertrauen in die Bauten hier. Sind anscheinend doch ziemlich stabil, wie es aussieht. Oh shit. Bitte guckt nicht zur Seite. Eure Helme sind bestimmt schwer, ihr wollt das nicht. Nicht zur Seite gucken, Leute. Nicht zur Seite gucken. Wir gucken jetzt alle gerade mal ganz nach vorne. Nicht, dass man stolpert. Es sind so viele. Es sind wirklich viele. Dann würde ich wenigstens deren Sprache verstehen. Stell mal vor, die sagen sich alle gerade, dass sie nur so tun, als wenn sie mich nicht sehen. Obwohl, was würde das denen bringen, ne? Alter, was? Holy shit! Ist das riesig! Junge, Junge, Junge. Oh, das sieht schon cool aus. Alter.
Alter. Und wie viele hier sind, ne? Also ich denke wirklich, dass wir wahrscheinlich demnächst gegen die kämpfen müssen. Puh, mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen mit unserem jetzigen Equipment, weil uns fehlt halt auch ein bisschen Munition, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Okay, ist noch eine Truhe, die nehmen wir noch mit. Sogar zwei. Ja, wenn hier zwei Truhen sind, dann weißt du ganz genau, die preparen dich gleich auf was. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Ich will mal gucken, ob wir uns noch irgendwas bauen können, aber naja, Munition craften ist jetzt ja nicht wirklich gegeben in dem Spiel. Nee. Also Munition craften können wir uns nicht. Wo ich eigentlich meine, dass das auch ging. Aber ja, egal. Hier können wir uns, glaube ich, noch ein paar herstellen, oder? Pfeile? Wow! Kann man nicht Pfeile herstellen irgendwo? V war heilen. Ah. Naja, mal sehen. Wir gehen jetzt erstmal runter. Mal sehen, was uns da so erwartet. Und das war mir so klar, dass das passieren wird. Ja, gut, dass die blind sind in ihren Rüstungen. Gut, dass die blind sind. Wow! Lara, wir sind anscheinend auch blind, okay. Ich habe nichts gegen die gesagt. Okay, jetzt sind wir vielleicht mal nicht blind. So, hier direkt wieder springen nämlich, genau. Ich vergesse das immer, dass man da nochmal springen muss, weil ich denke, bei der Schwung, der reicht noch aus. Aber das tut er anscheinend nicht. Wow! Das war legit gerade ein freaking Jumpscare. Alter. Crazy. Alter, wie sehen die... Ich will sehen, wie die aussehen unter der... Ich will es noch nicht mehr sehen. Sehen nicht gerade lecker aus. Ich meine, die sind ja auch wahrscheinlich schon Jahrtausende alt, oder? Wurde da nicht irgendwas erwähnt, dass die irgendwie vor langer, langer Zeit ihre Unsterblichkeit erhalten haben? Warum nutze ich die Shotgun nicht? Komm schon, warte mal. Shotgun. Heilen. Shotgun. Ja, die Shotgun funktioniert ganz gut gegen die, würde ich meinen. Da habt ihr wohl nicht drüber nachgedacht, was für technologische Fortschritte wir noch machen in der Zwischenzeit. Wie lange seid ihr hier schon unten, ha? Uiuiuiuiui, aua. Alter, die sind aber auch robust. Aber die sehen auch cool aus, muss ich sagen. Also die Rüstung sieht cool aus. Ein bisschen Dark Souls-Vibes gerade. Aber mit Shotgun. Aua. Die lösen sich halt einfach auf, fällt mir gerade auf. Was? Okay. Die haben verdammt viele Materialien dabei. Wir müssen definitiv hier gleich looten. Oh Gott. Ui. Au. Ich wollte gerade sagen, wer konnte da ausweichen, aber nicht mehr. Komm schon. Oh nein, keine Muni mehr. Es fängt schon an. So. Vielleicht auch mal dein Gesicht schützen. Darauf kam die, glaube ich, nicht. Oh, die AK ist manchmal echt schwach dafür, was sie, für das, was sie ist, ne? Oder sehr ungenau, ehrlich gesagt. Puh. Ist hier noch wer? Falls ja, dann meldet sich jetzt bitte jemand. Ne, scheint leer zu sein. Okay, wir looten jetzt. Uiuiuiui, das sind vielleicht ein paar Gegner. Die werden bestimmt noch so einige Probleme machen. Ich meine, ich bin ganz froh, dass sie hauptsächlich nur im Nahkampf wirklich aktiv sind. Also klar, es gibt auch Bogenschützen, aber die sind meistens sehr, sehr... Die halten nicht sehr viel aus.
Da hatten wir ja bei Trinity was ganz anderes. Da kamen ja manche Tanks und die hatten dann auch noch krasse Waffen und so. Das habe ich bei denen jetzt noch nicht gesehen hier. Wo sind hier noch Sachen? Da vorne liegen noch welche? Ah, okay, wir haben schon voll. Okay, die droppen also Pfeile. Okay, okay, okay. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir hier weiterkämpfen anscheinend. Ich bin sehr gespannt, ob wir das Ganze überleben. Und was für Kreaturen dort noch auf uns zukommen. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen abenteuerlichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Rise of Tomb Raider. Bis dann, ciao!